Hörclub Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Kaminabend, einem neuen Kaminabend. Draußen sind zwar gefühlt 35 Grad und wir entdecken hier wohl alle gerade unsere masochistische Ader, aber wir geben uns eben die volle Dröhnung. Ist ja auch schließlich ein BDSM-Kaminabend, nicht wahr? Mit mir ist natürlich der Mitstreiter Martin an Bord. Und wir haben heute ein ganz heißes Thema parat, nämlich weibliche Dominanz oder auch Femdoms und devote Männer. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war heikel und echt schwer, devote Männer an Land zu ziehen, denn die wenigsten möchten darüber sprechen oder dazu stehen oder beides zugleich. Und ich bin arg froh, dass wir einen gefunden haben, der zu seiner Neigung steht und eben uns auch heute Rede und Antwort stehen will. Außerdem freue ich mich, Coco hier zu haben. Ja, richtig gehört, Coco, die, salopp gesagt, entschuldige bitte, Mediensub, denn so kann man sie schon bezeichnen. Ihr kennt sie bestimmt alle aus der Tagespresse und aus zugehörigen Videoformaten. Sie war, glaube ich, auch schon in Frauenzeitschriften, wie der Cosmopolitan, habe ich sie letztens gesehen. Nicht, dass ich sowas lesen würde, nein. Sie lebt einfach ihr BDSM sehr offen aus und ich bin ganz, ganz begeistert, dass sie hier ist. Tja, aber jetzt mal genug der Vorrede. Ich übergebe einfach den Moderationsstaffelstab, wie immer feierlichst an Martin und freue mich auf einen schönen Kaminabend. Vielen, vielen Dank, liebe Kirsti. Ja, schön, dass wir uns geschafft haben, den Kaminabend auch zum dritten Mal zusammenzukriegen und das trotz aller Schwierigkeiten, die wir heute irgendwie hatten, alle zusammengekriegt haben. Und ich fange einfach mal an, die Runde zu eröffnen mit Griso, so kann man ihn nennen, ne? Aus München, eher Maso als Devot. Seit vielen Jahren an BDSM interessiert, leider ist das Interesse größer als das Ausleben. Ihm ist in seinen überwiegend passiven Rollen beim SM und beim Bondage absolutes Vertrauen in die, den Aktiven, sehr wichtig. Er wird uns erläutern, warum es so komisch klingt, dass kaum jemand so achtsam miteinander umgeht wie SMler und will das den Stilos gerne erklären. Da kommt natürlich dann auch gleich die Einstiegsfrage rein, Kirsti eben gerade auch so schön in ihrer Anmoderation gesagt hat. Warum ist es deiner Meinung nach so schwer, männliche Subs zu finden, die sich dazu bekennen, devot zu sein? Leben wir noch im Steinzeitalter? In gewisser Hinsicht schon. Einfach weil das Rollenbild halt bei der Normalbevölkerung nach wie vor noch so im Kopf ist. Der Mann hat seinen Mann zu stehen und die Frau hat eben sozusagen sich unterzuordnen. Dieses klassische Bild aus den, sag mal, 50er Jahren, Heimchen am Herd, ist in den Köpfen halt immer noch drin. Und diesen Rollenwechsel dann, den viele vielleicht heimlich vollziehen oder vielleicht auch nur im Kopfkino vollziehen, dann auch tatsächlich, ich sag mal, zu leben und nach außen zu tragen, schätze ich, fällt vielen einfach schwer. Die andere Frage, die sich natürlich dann mit den Klischees beschäftigt und solchen Sachen, sind männliche Subs Weicheier? Nö. Nein, überhaupt gar nicht. Deren Eier sind nicht weicher als alle anderen. Im Gegenteil, ich glaube, dass in dem Moment, wo man sich dann dieser Rolle zu bekennt oder dieser Neigung zu bekennt, das vielleicht sogar noch eine viel größere Hürde ist, als bei Frauen, denen man ja von vornherein schon eine gewisse Devotheit unterstellt. Also sprich, die Hürde zu nehmen, sich dazu zu bekennen, erfordert eigentlich dann, ich sag mal, ja, mehr Eier, mehr Mumm. Wenn ich das jetzt mal so vor mich hindenke, könntest du für dich einen Unterschied herausdenken zwischen dem, was männliche Submission und weibliche Submission ausmacht? Das ist eine gute Frage. Also ich würde das jetzt gar nicht unbedingt auf den Submissiven beziehen, weil das ist ja immer eine Geschichte zwischen zwei Handelnden, zwischen dem Dom, je nachdem wie die Rollenverteilung ist, und der bzw. dem Sub. Und ich für mich kann halt sagen, es gibt mich als mich, aber ich nehme letzten Endes in jeder Spielsituation und auch jeder Dom gegenüber auch immer ein klitzekleines bisschen eine andere Rolle ein. Also es ist ja auch nie immer gleich. Anschlussfrage daran. Ich bin ja nun, Dominanz ist ja äußerst unterschiedlich, aber wenn man da jetzt einfach mal so einen Strich drunter zieht, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht,
auch in vielen Gesprächen und auch in vielen Sichtungen, dass weibliche Herrschaft über Männer deutlich sadistischer ausgeprägt ist als andersrum. Wie ist da so deine Erfahrung? Kann ich in mancher Hinsicht durchaus unterstreichen. Ja. Habe ich so im Grunde genommen auch schon mehrfach erlebt, dass es da doch nochmal ein bisschen anders zur Sache geht. Vielleicht auch dafür stellvertretend, dass sich dann die jeweilige Dame sozusagen stellvertretend für ihre Geschlechtsgenossinnen für all die Jahrhunderte, wo Frauen unter Männern leiden musste, vielleicht ein bisschen rächen möchte. Aber da waren die doch noch gar nicht auf der Welt. Eher nicht. Außer man glaubt an Reinkarnation. Also ich stelle das jetzt mal unter meinen eigenen Fokus als männlicher Dom, nicht als männliche Sub. Vor dem Hintergrund, dass dominante Männer ihre Subs unter anderem, eventuell möglicherweise, gerne durch andere fremd beschlafen lassen. Wie weit geht männliche Submission? Also es gibt sicher Fälle, wo das auch geschieht, aber ich denke, mehrheitlich ist das eher nicht der Fall. Also es ist richtig, ich glaube, dass weibliche Sklavinnen eher mal fair oder ausgeliehen werden, als das jetzt mit männlichen Sklaven, mit Masos oder Subs ist. Anders. Also teilweise nicht so sexuell, sondern wirklich als Dienstleistung. In dem Sinne ja, also als Dienstleistungsgeber vielleicht schon, aber nicht im Sinne von, der wird jetzt halt von mehreren Frauen beschlafen, weil er halt jetzt da der Sklave ist an dem Abend. Genau, ja, richtig, der Einwand war gut berechtigt. Ist es schwer, als männliche Sub eine Frau zu finden, die in dem Sinne, wo es Klick macht, wo Führung tatsächlich spürbar ist. Worauf achtest du persönlich? Also grundsätzlich finde ich es schon allein deswegen schwer, weil ich das Gefühl habe, dass einfach das Verhältnis von aktiven, dominanten Frauen und passiven, devoten Männern oder masochistischen Männern und sadistischen Frauen extrem unausgewogen ist. Also sprich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, auf eine dominante Frau kommen vielleicht, 500 devote Männer, die sich zwar nicht alle dazu bekennen, sonst wären wir heute hier vielleicht in der Runde auch mehr davon, aber einfach, das ist einfach, ich nenne es jetzt mal ganz platt, ein Stückzahlenproblem. Du kommst da gar nicht unbedingt an die Frau ran oder andersrum, die hat so eine Riesenauswahl, dass du schon ganz schön Glück haben musst, der Erwählte zu sein. Das ist mein persönliches Empfinden. Und wer hat eigentlich die Hosen an in so einer Beziehung? Also wenn die Frau oben ist und der Mann unten, wer hat die Hosen an? Also im Spiel ist die Rollenverteilung klar, da hat die Dame die Hose an. Ich habe jetzt allerdings nur, ich sage jetzt mal, Beziehungen dieser Art erlebt, wo es, ich sage mal, im Normalbetrieb, im normalen Umgang miteinander schon eine gewisse Augenhöhe hat, wo dann, wenn die Schlafzimmertür oder die Spielzimmertür zugeht, dann eigentlich die Rollen erst eingenommen werden. Das ist so, wie ich es erlebt habe. Das ist sicherlich nicht repräsentativ, aber meine Erfahrung ist eher so, Augenhöhe und dann reinspringen ins Spiel und dann auch reinspringen in die Rollen. Ist als letzte Frage erstmal für diesen Part, ist dieses sogenannte Female-Led Relationship, so heißt das doch, ne? FLR. Mhm. Wenn wir jetzt mal den BDSM-Kontext weglassen und dann einfach uns anschauen, wie halt Paare miteinander irgendwie so agieren, vor dem Hintergrund stelle ich halt auch immer wieder fest, da nehme ich mich persönlich überhaupt nicht aus, dass dieses Ja, Schatz, ja, aus welchen Gründen auch immer, Hauptsache ich habe meine Ruhe und die Frau hat Recht oder was auch immer. Ist das nicht eigentlich, ist diese weibliche Dominanz, wie auch immer sie geartet ist, nicht sowieso schon immer mit oder mittlerweile in vielen Beziehungen aufgrund der Emanzipation irgendwie nicht schon irgendwie drin? Was meinst du? Ist sie. Also man gibt ja so den Spruch, hinter jedem erfolgreichen Politiker oder Manager steht noch eine erfolgreichere Frau. Also ich glaube mal, grundsätzlich ist es schon oft so, dass Frauen die Hosen anhaben, aber eher unterschwellig. Das ist mehr manipulativ. Okay. Während es ja im SM-Kontext offensichtlich wird. Da kriegt der Kerl halt eins drüber, wenn er nicht spurt, während es sonst eher so ein bisschen unterschwellig geschieht. Ist es denn eigentlich ein Klischee, wenn man sagt, okay, du hast vielleicht eine Chefposition, also im normal realen Leben, kann ja sein, du arbeitest in einer Firma, in einer Chefposition, aber wenn du nach Hause gehst und die Schlafzimmertür zugeht, dann wirst du devot oder ist das Schwachsinn? Also mir ist klar, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann, aber ist das verbreitet? Ja. Ist da was dran? Ja, schon. Definitiv. Also ich sehe es bei mir selber, es ist eine ähnliche Situation, dass ich eben so im Normalbetrieb, im normalen Leben
wie man so schön sagt, mein Mann stehe, Verantwortung habe, Entscheidungen treffen muss und ähnliches, um dann tatsächlich, wenn ich nach Hause komme, Spielzimmertür zu, genau aus dieser Verantwortung haben, Entscheidungen treffen müssen, Rolle rauskommen und zu sagen, jetzt schmeiße ich den ganzen Krempel von mir, jetzt agiere ich nicht mehr, jetzt darf ich reagieren. Also für mich trifft das Klischee zu und ich habe mich natürlich auch schon mit anderen Männern in der Rolle unterhalten, die Ähnliches von sich, ja, von sich selber auch sagen. Ist was dran, ja, definitiv. Ja, dann würde ich einfach mal galant überleiten zur Chefrolle von Nina. Sie ist Österreicherin, deswegen auch der schöne Akzent, die es nach Ostwestfalen verschlagen hat und sie bezeichnet sich als lesbische Domse. Der ein oder andere hat bestimmt schon mal einen Magazinartikel über sie gelesen, könnte ich mir vorstellen. Ihre Beziehung hat viele Veränderungen erlebt, nicht nur was die Dom-Sub-Rollenverteilung betrifft, denn Nina lebte bis vor einigen Jahren als Mann. Sie ist verheiratet, hat Kinder und lebt BDSM auf unterschiedlichen Ebenen aus. Tja, von ihr wollen wir einfach wissen, ob es wieder der Natur ist, als Frau über den Gegenpart bestimmen zu wollen. Die Frage wird wirklich oft gestellt. Es wird wirklich oft gestellt, ob das eigentlich dieses natürlich ist, dass eine Frau sich drüber stellt. Lustigerweise von Männern, die neugierig sind auf diese Subrolle. Und ich habe das ganz oft, dass dann gefragt wird, ja, wie fühlst du dich dann, wenn du dann über einen Mann stimmen kannst? Und eben wie dieses evolutionäre Geschichte, dass die Männer immer drüber standen, dieses Patriarchat war, ob das jetzt eine Kompensation dafür ist. Bei mir ist keine Kompensation und ich kenne auch einige dominante Frauen, bei denen es keine Kompensation ist, sondern wir sind halt einfach dominant, wir sind sadistisch und wir genießen das einfach, aktiv zu sein. Genau das Gegenteil wie bei Grisot, der ist bei mir das, ich möchte nicht die Verantwortung abgeben, ich möchte die Verantwortung übernehmen, ich möchte in diese Situation führen. Und ja, es sind viele devote Männer, sind wirklich so, dass sie Chefpositionen, also hohe Positionen haben oder viel Verantwortung im Alltag haben. Aber ich merke gerade in den letzten Jahren, sehr oft in den sozialen Netzwerken treten Männer auch an mich heran, die diese Position nicht haben, die eigentlich im Alltag ja auch nicht wirklich sehr dominant auftreten können. Und die sind in diesem Spiel, wo wirklich so viele Männer sind, so wenige weibliche dominante Frauen, da sind das die Verlierer. Die haben einfach auch nicht das, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt ein Hotelzimmer buchen und kann dir das und das geben. Die verlieren da wirklich sehr viel und das finde ich sehr schade. Also ich bin eine lesbische Domse. Aber es ist so, es gibt wirklich auch Männer, die mich ansprechen, wo ich sage, die Raffinesse, die kann durchaus da sein. Und da unterscheiden sich aber gerade weibliche Subs und männliche Subs sehr oft, weil männliche Subs sehr oft mit einer Vorstellung, einer sexuellen Fantasie die Tür aufstoßen. Da kommt ein Forderungskatalog, ja, ich möchte Kreuzschaltung, ich möchte eingesperrt werden und ich möchte im Keller gehalten werden und was auch immer. Das sind teilweise sehr extreme Fantasien, die als Forderungskatalog mehr oder weniger gekommen sind. Und nicht, dass ich möchte erfahren, wie das ist, das zu erleben, sondern eigentlich als Bedingung. Und das führt bei mir dazu, dass ich sehr schnell abblocke, weil das für mich keinen Reiz hat. Wenn das also eine Bedingung ist, dann erfülle ich die Bedingung und dann habe ich nicht viel gemacht. Wenn das ein Teil des Spiels ist, kann ich dosieren. Und dieses Dosieren fehlt mir gerade bei männlichen Subs und männlichen Masochisten auch sehr oft. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich möchte immer einen Käfig tragen und Keuschhaltung erleben, wo ist der Reiz? Wenn ich dann sage, okay, jetzt nimmst du den mal ab und jetzt genießt du das mal, dass du nicht dran hast und dann das wieder einführe, dann habe ich ein Spiel. Wenn es immer nur eine Richtung ist, tue ich mir persönlich schwer. Und diese Haltung macht es wirklich schwer. Was kickt dich denn dabei am meisten? Also was ist der Kick als weibliche, auch noch lesbische Domse? Frauen haben eine andere Art und Weise, sich hinzugeben. Und das ist wirklich so, dieses von unten nach oben gucken, aber trotzdem den Stolz nicht verlieren. Das ist etwas, was ich bei Frauen erlebe. Und bei Männern
viel zu selten wirklich spürbar rüberkommt. Also Männer sind dann sehr, die geben sich nicht nur hin, sondern die unterwerfen sich, die ordnen sich unter. Auch so eine Entwertung? Ja, auch eine Entwertung. Also wirklich auch dieses ich bin ein Stück Dreck, behandle mich ein Stück Dreck, lass mich dort liegen. Und das ist eine Entwertung. Ich kann das Bedürfnis verstehen, aber ich habe daraus weniger Genuss. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Domse und einer Domina? Ein finanzieller. Ein Domina verdient wirklich Geld und das ist auch einer der Gründe, der männliche Unterwerfung wird sehr oft auch mit Geld verbunden, also mit dem, der zahlt dafür, dass er dominiert wird. Ist sehr schade, weil ich kenne wirklich viele Frauen, die gerne führen, die das genießen wollen, die händeringend Männer suchen, die sich hingeben wollen. Und dann immer wieder konfrontiert werden, ja, ich möchte das schenken, ich möchte das machen und mit dem Forderungskatalog von, da ist dann der Reiz weg. Also du würdest es nicht für Geld machen? Natürlich würde ich es für Geld machen. Ach. Natürlich würde ich es für Geld machen. Ja. Sagen wir so, ich habe das Glück gehabt, einmal einen Herrn kennenzulernen, der sich sehr, sehr, sehr engagiert hat und der mir dann irgendwann mal wirklich einen Amazon-Gutschein gegeben hat, und gesagt hat, das ist jetzt für Sie. Ich habe nicht darum bitten müssen, das war einfach ein Geschenk. Und ich habe das Geschenk angenommen und ich habe mich richtig schön prostituiert geführt. Also im besten Sinne. Ich habe dann gesagt, so, jetzt bin ich in der Schlampe, jetzt habe ich echt mal meine Lust verkaufen können. Und es hat Spaß gemacht. Es tat wirklich gut. Aber ich habe jetzt nicht das, dass ich sage, ich als Arbeitsplatz, ich gehe jeden Tag ins Studio. 9 bis 5. Ja, ich gehe jeden Tag ins Studio, sehe zu, dass ich meine Kunden immer habe, weil das wäre für mich ein wirklich harter Job. Also ich verstehe, dass Domino sein auch noch ein wirklich harter Job ist. Und was ich auch im Spiel habe, ist ein ganz anderes Verhältnis, dass eben auch diese Nachsorge, dieses Miteinander, menschlich, das gehört für mich dazu. Das würde mir im kommerziellen Bereich einfach fehlen. Aber bist nicht als Domina letzten Endes auch nur Wunscherfüllerin, während der als Domse ja diejenige bist, die ihre eigenen Wünsche letzten Endes umsetzt? Als Job wäre es nichts, als Erlebnis gerne. Ja. Also das ist etwas, was ich so noch nicht erfüllt habe. Und wirklich sage, eine Beziehung mit einem männlichen Sub, der wirklich sagt, okay, ich zahle dir etwas, damit ich so und so behandelt werde, das ist etwas, was ich durchaus gerne ausprobieren will. Mhm. Aber ich bin immer auch mit dem, wo ich sage, wenn es mir nicht gut tut, auch sagen, nein, es tut mir nicht gut, es passt nicht. Und mit einem männlichen Sub auch ohne Geld, also ohne Bezahlung, könntest du dir da das muss vorstellen? Wirklich sehr, sehr viel stimmen. Mhm. Und da ist ganz, ganz schwierig, Kombinationen zu finden. Ich schließe es nicht aus, aber ich suche auch nicht danach. Mhm. Weiter im Text. Denn, ja, auf Coco habe ich mich ganz besonders gefreut. Aktiv in der SM-Jugend zu München. Bescheinigte uns in einigen, auch durchaus überregionalen Tageszeitungen, dass sie nun ihr wahres Leben führt. Und jetzt frage ich mal ganz ehrlich nach, ob dann nicht auch so eine kleine Narzisstin drin steckt in der Coco. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher nein. Weil die Idee für diese ganzen Artikel und für dieses ganze, ich gehe jetzt in die Medien, kam ursprünglich eigentlich gar nicht von mir, sondern ich habe mir irgendwann gedacht, also ich habe diese Anfragen bekommen und dann habe ich mir gedacht, so, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich verschluder diese Anfrage und habe ich nicht gesehen, interessiert mich nicht, leite ich auch nicht weiter, oder höchstwahrscheinlich würden sie sich irgendjemand anderen suchen und das wäre dann wieder dieses aus der Klischeekiste hervorgekramte, keine Ahnung, M-Dom Ü50, Entschuldigung, aber das ist so das Klischee, was man so kennt. Ich habe mir einfach gedacht, kann ich das vertragen, mein Gesicht da in die Kamera zu halten und ist das für mich vertretbar? Und fühle ich mich quasi irgendwie berechtigt, überhaupt über die Szene zu reden? Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ja. Die Szene braucht mehr Offenheit, die braucht mehr gerade junge Leute, die vor die Kamera gehen und sagen, hey, ich mach das. Mhm. Und das ist gut so. Und ich glaube, ich kann zumindest aus meiner Sicht sehr viel über die Szene sagen oder über mein Leben berichten. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, warum nicht? Und dann ist das so angefangen und dann hat es irgendwie nicht mehr aufgebraucht. Und jetzt bin ich hier. Wenn ich mich mit dir beschäftige,
dann, wie gesagt, dann komme ich auch auf die SM-Jugend. Und für mich persönlich ist es halt dann immer so ein Ding, okay, warum gibt es die überhaupt? Wieso ist da so ein Fokus drauf, sich auch vor allen Dingen um ja, auch Minderjährige zu kümmern? Warum man eine junge BDSM-Jugend braucht? Naja, also ich glaube, Leute, die das erst mit 40 oder 50 entdecken bei sich oder sagen können, okay, ich stehe jetzt dazu, die bedauern das eigentlich, dass sie diesen Schritt nicht vorher gegangen sind. Zumal ich glaube, dass die allermeisten das schon sehr früh gefühlt haben. Also meine ersten Gedanken waren bestimmt schon, fing an in der Grundschule, da war das noch alles sehr spielerisch, nicht sexuell, dann kam die Pubertät, dann kamen sexuelle Gedanken dazu und dann waren schon meine Fantasien im Prinzip da. Irgendwann habe ich dann durch Pornoschauen eben gemerkt, okay, das hat einen Namen, das kann man ausleben. Und ich denke mir, warum? Warum nicht? Warum muss ich damit noch 20 Jahre warten und das irgendwie in mir verstecken und mich irgendwie immer falsch fühlen, wenn ich sagen kann, ich möchte das einfach, ich bin frei, ich kann das sagen, ich kann an meinen Partner treten, kann sagen, hey, wollen wir das zusammen ausprobieren? Das hat auch gut geklappt bei uns. Und deswegen ist es wichtig, dass es diese Anlaufstelle auch schon ganz früh gibt, eben, damit man sich auch nicht falsch fühlt. Mhm. Weil ich hatte nie lange, also ich hatte vielleicht 2 Jahre das Gefühl, ich bin irgendwie komisch, weil, keine Ahnung, ich stehe auf so komisches Zeug, was irgendwie so voll extrem ist, aber ich habe das nicht jahrelang, jahrzehntelang irgendwie rumschleppen müssen, habe mir ein Leben aufgebaut mit einem Ehemann, mit dem ich nur Blümchensex haben könnte, obwohl ich irgendwie, mein Hirn macht, keine Ahnung, läuft amok, wenn ich an Blümchensex denke. Jetzt gibt es ja die SMLP und diesen Anlaufpunkt. Und es kommen immer wieder neue Leute, die junge Mädels, die dann eben genau diesen Schritt gemacht haben, die sind dann ins Internet gegangen, haben sich auf irgendwelchen Foren angemeldet. So. Und dann kamen die 60-jährigen Doms mit ihrer ach so großen Erfahrung. Ja. Die meinen, das kleine Dummchen, das führe ich jetzt in die SM-Welt ein und machen damit der Sachen. Und sie denkt nur, ja, das gehört ja so, weil er sagt ja das, weil er ist ja so erfahren und ich habe ja keine Ahnung. So. Und das ist komplett falsch. Natürlich ist es falsch, aber Nein zu sagen, lernst du auch erst mit mehr Lebenserfahrung. Genau. Ja. Mit 16 hätte ich wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt zu gewissen Dingen, sondern hätte gesagt, ja, das gehört so. Das ist aber wirklich, du sprichst sehr viele Aspekte an. Die SMJG habe ich kennengelernt über meine Frau, die auch mal Räuber war in NRW. Und ich habe dort kennengelernt, dass Menschen hineinkamen, ganz junge Menschen, mit sehr viel Kopfkino, null Erfahrung und vor allem keine Einschätzung von Sicherheit, wussten nicht, was Covern ist, wussten nicht, was ein Safe-Word ist, wussten nicht, dass es Grenzen gibt. Es waren sehr oft Vorstellungen, die dann von Doms projiziert wurden und die Subs haben versucht, das zu erfüllen. Wissen aber auch nicht, dass eine Sub auch Nein sagen darf. Genau. Und das ist ganz, eben, ganz eben da fand ich die SMJG immer extrem wichtig und ich finde es das schön, dass du wirklich der SMJG auch eine Plattform bietest in der Öffentlichkeit. Da ist jetzt SM eigentlich so, wie ich in meiner Jugend auch gebraucht hätte, weil falsche Richtungen kriegt man in den Medien immer wieder. Ja. Die sind breit gefächert, aber diese falschen Richtungen kann man nur korrigieren, wenn man mit Menschen spricht, die eben auch Fehler weitergeben. Also SMJG ist für mich immer auch ein Vermitteln von Sicherheit und wenn ich gerade von jungen Menschen Anfragen kriege und das ist teilweise wirklich erschreckend, welche Vorstellungen die auch kommunizieren, da empfehle ich wirklich auch als SMJG-Stammtische, um realistische Vorstellungen mal zu vermitteln. Und ich finde es total gut, dass du das eben auch so öffentlich machst. Ich würde jetzt bei der Gelegenheit, wo alle so mehr oder weniger von ihren ersten Erfahrungen mit SM irgendwie berichtet haben, wie man so da rangekommen ist, einfach mal bei Giso da einfach mal nachfragen, wie war das denn bei dir? Wie bist du mit dem Ganzen überhaupt in Kontakt gekommen? Wann hat das bei dir angefangen? Also im Grunde genommen ging das, wie wir es ja vorher auch schon gehört haben, relativ früh so in Schulzeit los. Ich war beim Cowboy- und Indianerspielen lieber derjenige, der am Matterfall hingefesselt wurde. Ja, ich auch. Hatte auch natürlich noch null sexuellen Hintergrund zu dem Zeitpunkt, aber halt einfach so diese Rolle, Cowboy, Indianer, zack, hier Matterfall, klasse. Irgendwann war aber natürlich trotzdem dann mit den Gelegenheiten, die sich auch durch das Internet ergeben haben, jetzt haben wir die Tür ein bisschen weiter offen, dann lernt man mal jemanden kennen. Mhm. Das war zu so einer Zeit, als ich damit in Kontakt kam, als im Fernsehen auch diese ganze wahre Liebe und hast du nicht gesehen, wie die Sendungen alle hießen, wo das auch mal so ein bisschen abends auf RTL von Erika Berger und Koda präsentiert wurde, wo dann auch so das Bewusstsein bei den Leuten, da ist ja noch mehr als nur Blümchen. Und dann
irgendwie entwickelt sich das dann und dann triffst du auch Leute, die dann ähnlich ticken und dann kommt es ins Rollen. Aber so ein richtig jetzt echt und zack, das war jetzt das Event, das das ausgelöst hat, gab es bei mir eigentlich nicht. Das war so eine Entwicklung mit gewissen Grundneigungen natürlich schon in die Wege gelegt quasi. Sandra hat ja ihr Outing jetzt auch hinter sich. Die guten Podcast-Hörer von uns, die wissen, dass sie die Senior-Sub im Circle of Palvalus ist und natürlich die Partnerin von Martin. Sie bezeichnet sich selbst als Teilzeit-Sub. Von ihr wollen wir also ebenfalls wissen, wer denn nun eigentlich der Boss ist. Gerade in Bezug auf Martin sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Also ich sage mal, das bin ich. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ja, ne, also ich entschuldige mal. Aber es ist wirklich so, dass im alltäglichen Leben kann ich es mir einfach nicht leisten, mir die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Alleinerziehend mit zwei Kindern, arbeiten, Beruf und was da nicht nur alles dazu kommt. Und deswegen bin ich wirklich der typische Mensch, der hinter der Spielzimmertür dann einfach den freien Willen abgibt, an den Nagel hängt und dann das macht, was Martin möchte. Du lebst jetzt mit einem dominanten Mann in einer Beziehung, also in einer ganz eigenen Beziehung, bist aber im Alltag dominant. Ja. Wie nimmst du submissive Männer wahr? Wie nehme ich submissive Männer wahr? Also in erster Linie war mal, ich muss sagen, Vorurteile sind da auch in meinem Kopf und in erster Linie war, oh Gott, was für eine Nase, der hat ja gar keine Eier. Entschuldigung, jetzt nicht an dich, Riso, gerichtet. Das war aber so in meinem Gedankengut erstmal drin. Hab mich dann aber auch mit diesem Gedanken beschäftigt und habe auch auf der Secret Night einen Mann, der mich gerne als Mistress hätte. Und habe mittlerweile diesen Respekt dazu gefunden. Erfüllen als Befriedigung tut es mich nicht. Das ist nicht meins. Dann bin ich eher doch die submissive Frau, die das genießt, selbst dort am Pranger zu stehen. Kann aber damit total umgehen, das auch mittlerweile total respektieren, akzeptieren und ziehe den Hut davor, dass Männer auch sagen, dass sie diese Sehnsüchte, diese Wünsche haben. Und genieße das einfach, wenn derjenige von der Secret Night dann mal zu mir kommt und sagt, ach, hast du nicht mal Lust, mich ein bisschen zu bespielen? Aber die reine Erfüllung bringt es mir nicht. Also als Domina wäre ich nicht geeignet. Also du kannst es spielerisch umsetzen? Ja. Aber du hast keinen Gewinn draus? Ich habe keinen Gewinn draus. Also der einzige Gewinn, den ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man mich echt dafür bezahlt, als Job. Ja, das ist so. Also ich hab keine emotionale Bindung dazu. Als Job, wenn mir einer sagt, hier ist meine Wunschliste, 10 Schläge auf den Arsch, 10 Schläge dahin, 50 Schläge dahin, Brustklemmen dahin und noch ein paar Klemmen an den Sack. Alles klar, gib mir die Liste, gib mir 500 Euro und ich stelle dich an den Pranger. Ich habe aber keine emotionale Bindung dazu. Ich würde dann lediglich einfach diese Wunschliste abarbeiten, also wie ein Job. Ich hätte schon Spaß dran. Das ist ja genau wie vorhin schon gesagt, ne? Als Domina bist du eher Wunscherfüllerin, nimm zack, 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 10 Schläge dran. Als Domse hast du auch die gewisse emotionale Bindung dazu, glaube ich. Ich habe keine emotionale Bindung dazu, ich würde lediglich die Wunschliste abarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle den mithörenden Dominas an dieser Stelle bitte aber auch nicht absprechen, dass sie durchaus zu ihren regelmäßigen Gästen durchaus emotionale Bindungen aufbauen können. Das möchte ich auch nicht, um Gottes Willen, nein, ich rede jetzt nur von mir. Ne? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass also trotz der Kohle, die da irgendwie fließt, zu bestimmlichen männlichen Subs oder Sklaven oder wie auch immer sie sich darstellen, durchaus auch eine gewisse Emotionalität da ist, die vielleicht auch jenseits des ein oder anderen Euros führt, um es mal so zu sagen. Gegen den Extraschlag. Ich habe 100%. Ich glaube auch wirklich, du hast dort sehr recht, dass da durchaus eine Art von Bindung ja da sein muss. Also muss nicht der emotionale Natur sein, aber wenigstens so man muss eine gewisse Lust haben an dem Ganzen, sonst kommt man nicht glaubhaft drüber. Das ist richtig. Ja. Aber was macht denn Sandra für dich oder vielleicht auch für dich, Coco, eine gute Sub aus? Also was ist denn eine gute Sub? Was müssen die haben?
Oder die glaube, ich glaube, die gute Sub gibt es gar nicht. Das kommt nämlich auch immer auf den dominanten Partner an, denke ich. Ja. Ich denke mal, ich wäre definitiv nicht für jeden Dom die richtige Sub, weil ich dafür einfach eine viel zu große Klappe habe. Ich kann aber auch... Das ist doch gut für die Bestrafung. Ja, ich kann aber auch keine 24-7-Sub sein, weil dazu einfach mein Alltag nicht funktioniert. Ich denke, es ist immer ein Spiel zwischen zwei Menschen. Die lassen sich auf was ein, die besprechen was. Es gibt definitiv die Frauen, die grundsätzlich devot sind und nie das Wort erheben. Das ist genauso gut wie die, die das Wort erheben und sagen, nee, so möchte ich das nicht oder ich stelle mir das anders vor. Die ideale Sub gibt es nicht. Es gibt immer nur das Zwischenspiel zwischen zwei Menschen. Und das muss passen. Ich glaube aber schon, dass es was gibt, was jede bzw. jeder Sub haben muss. Und zwar Vertrauen in seinen Mitspieler. Okay, ja. Weil das ohne ist klar. Das geht gar nichts. Das muss ich, das muss ich als Dom aber auch haben. Ja, natürlich, ne? Ja. Also, in beide Richtungen. Ne? Weil Grenzen, die man einmal überschritten hat, das ist halt dann irgendwie das Ding, man arbeitet gemeinsam an irgendetwas. Das Vertrauen, dass ich in der Lage bin, Grenzen zu erweitern und vielleicht mal einen Tippelschritt drüber zu gehen. Und wenn man das aber dann erreicht hat an der Stelle, ja, dann muss ich aber auch das Vertrauen in die Suppe haben. Wir sind schon mal an dieser Stelle gewesen. Warum gehst du jetzt 3 Schritte wieder zurück? Ne? Also das gehört ja auch dazu. Für die Suppe, denke ich, ist es ja auch wichtig, einfach zu wissen, okay, ich kann mich jetzt wirklich fallen lassen. Ganz genau. Ich lasse mich jetzt auch fallen. Also das passiert ja nicht ohne Vertrauen. Also ansonsten. Also ich muss die Gewissheit haben, dass ich in guten Händen bin. Ja. Dass nichts passiert, was ich nicht will, dass ich den Rahmen zwar gesteckt habe, innerhalb dessen sich dann der oder die Dom bewegt. Ja, nee, ich meine jetzt auch rein sexuell. Also ich meine, du kannst es tun, ohne zu wissen, okay, ich habe jetzt hier ein Auffangnetz. Also das passiert alles so, wie ich das halt nicht unbedingt will, aber mir halt schon vorstellen kann und letzten Endes da eben auch meinen Lustgewinn rausziehen kann. Ja, liebe Leute, ne, an dieser Stelle müssen wir mal die Notleine ziehen. Ne? Unsere Zeit ist leider Reißleine, wie auch immer. Ne? Müssen wir ganz dominant dazwischen gehen. Ja, nimmt mir sowieso keiner ab mittlerweile. aber nützt die Zeit ist rum. Ne? Ich bin domestiziert, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe dich gut erzogen. Ne? Ganz genau, so ist es. Und ich stelle jetzt einfach mal die berühmt-berüchtigte Abschlussfrage, die beim letzten Mal auch irgendwie so gut angekommen ist. Wir fangen im Prinzip, ja, ich würde sagen, wir fangen bei Coco an und gehen dann im Prinzip im Kreis und enden dann bei Kirsti. Und deswegen stelle ich jetzt einfach mal so zuerst die Frage, wenn ihr euch entscheiden müsst, ja, es ist das letzte Spiel eures Lebens, das ihr jemals machen werdet, das allerletzte, danach passiert nichts mehr, aus welchen Gründen auch immer, Bondage oder Spanking? Weder noch. Bondage. Spanking. Bondage. Bondage. Cowboy oder Indianer? definitiv. Okay, warte mal, wer ist das jetzt? Also der an dem Marterpfahl gefesselt wird. Das ist der Cowboy. Das ist der Cowboy. Ich hatte eine Schaufel und einen Ameisenhaufen und habe riesen Ärger gekriegt als Kind, weil ich jemanden versucht habe zu vergraben. Ich bin definitiv mit dem Seil gut. Ich bin dann doch eher der Cowboy. 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 Ja? Klar, der an den Marterpfahl kommt. Ne? Und deswegen bin ich halt der Indianer. An dieser Stelle. Ja? So, an dieser Stelle gebe ich das Wort an Kirsti zurück, aber nicht, um mich ganz ausdrücklich bei euch allen zu bedanken für diese Runde und für die Offenheit und für die Lockerheit und für das Lächeln und Lachen und für das Grinsen und für das Zuzwinkern und all sowas, was hier gewesen ist. Also ich freue mich, dass wir hier so schön wieder am Kamin gesessen haben, trotz dieser gefühlten 35 Grad draußen. Es war himmlisch, ganz ehrlich. Bis zum nächsten Mal.